Passen. In dieser Passübung verbinden wir das Passspiel mit flachen Ballannahmen und seitlichen 1 gegen 1 Tricks. Dazu benötigen wir eine Hütchenstrecke von ca. 22 Metern. Stellen Sie ein Hütchen genau in die Mitte der Strecke und noch 2 weitere im Abstand von ca. 3 Metern. Verteilen Sie jeweils 2 Spieler an die äußeren Hütchen und jeweils einen an das erste Hütchen. Der Spieler in der Mitte führt eine Auftaktbewegung durch und bekommt ein flaches Zuspiel. Der Spieler dreht dann raus und führt einen Cristiano durch das Hütchentor durch. Von hier aus spielt er mit dem gegnerfernen Fuß den Pass auf den Spieler oben. Dieser löst sich vorab seitlich vom Hütchen weg. Jetzt spielen die beiden einen Doppelpass um das obere Hütchen. Achten Sie hierbei vor allem auf das richtige Timing der Freilaufbewegungen und auf das gegnerferne Anspiel. Variante. Jetzt kombinieren wir die Ballannahme hinter dem Fuß mit der Finte abkappen eindrehen. Achten Sie darauf, dass nun das Anspiel auf den Spieler in der Mitte links neben das Hütchen erfolgt. Nur so kann der Spieler den Ball hinter dem Fuß durchstoppen.